Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Riding Out aus der Beta. Ja, unser Pferd hat euch eben schon begrüßt. Ist krass, wie anders das wirkt in unterschiedlichem Sonnenlicht. Ihr seht es jetzt, knallt hier nicht so die Sonne hin so krass. Und entsprechend ist es direkt, sieht es schon wieder ganz anders aus. Es ist echt nicht schlecht hier die Unterschiede. So, wenn ich richtig gesehen habe, war die Mehrheit dafür, dass wir weitermachen mit dem Türmchen. Deswegen gehe ich das jetzt auch direkt mal an, dass wir hier wenigstens die Stützen heute fertig bekommen. Das sollte auf jeden Fall drin sein. So, ohne groß zu quatschen, machen wir einfach weiter. So. Muss ich schauen, dass das hier, dass ich das passend da reinbaue. Ja. Wo wir natürlich dann auch mal gucken müssen, ob wir überall reinkommen. So, ja, morgen kommt dann das große Update. Ich weiß schon, was reinkommt. Und das wird euch definitiv gefallen. Da bin ich mir ultra sicher. Ich werde es aber noch nicht verraten, weil das ist ein kleiner Spoiler, den ich bekommen habe. Spoiler? Habe ich gerade blöd gesagt. Und deswegen möchte ich das noch nicht an euch weitergeben. Das überlasse ich ganz dem Team. Aber ich glaube, ihr werdet euch sehr drüber freuen. So viel verrate ich. Es ist nicht ganz... Es ist ein bisschen verschoben, das seht ihr. Aber ja, wie gesagt, so ein bisschen... Ja, hier, das ist überall. Das ist rundherum. Naja, gut. So, eure Fragen. Da war... Oh Gott, ich weiß, da war eine Frage, da stand, dass das im Video beantwortet werden soll. Ich weiß aber gerade nicht mehr, welche das war. Oh nein, ich habe das heute Mittag irgendwann gesehen. Aber ich glaube, ich habe die mir nicht aufgeschrieben. Nein. Oh nein, es tut mir echt leid. Shit. Ich denke mal, du weißt, wenn du gemeint bist. Deswegen muss ich noch ein bisschen... So. Also einmal zu dem Turm wurde ich gebeten, ob ich das nicht... Ja, jetzt ist es ein bisschen hoch. Wurscht. Egal. Ob ich den nicht unendlich weiterbauen kann, das hatte ich jetzt nicht vor. Ich wollte bei der dritten Schluss machen, weil ansonsten ist meine Konstruktion mir dann doch auch ein klein wenig zu klapprig. Geht das so? Ja, das passt sogar annähernd. So, ich will jetzt aber mal schauen. Also ihr hattet auch wieder noch Fragen gestellt, die ich mir auch aufgeschrieben habe. Ja. Und zwar, ich glaube die Frage, die war, oder war das die sogar? Jedenfalls kam die Frage, ob es aktuell noch andere Rassen gibt, außer denen, die ich bereits schon habe. Kurz und knapp, aktuell noch nicht. Momentan sind alle Rassen, die im Spiel integriert sind, habe ich mir schon geschnappt. Und das sind eben das Startpferd, was eine Fantasierasse ist. Dann haben wir die Rapstute, die glaube ich auch eine Fantasierasse ist. Wenn mich nicht alles täuscht. So, ich glaube, das hier passt von der Höhe. Und den Araber haben wir. Die haben wir, wie gesagt, alle. Und das sind aktuell die einzigen Pferde, die schon im Spiel integriert sind. Aber Caro hat jetzt schon durchscheinen lassen in einem Stream. Vielleicht habt ihr es ja mitbekommen, dass das Team an neuen Farben für Araber bastelt aktuell. Da haben wir momentan nur den Schimmel. Und ich bin sehr gespannt. Weil ich persönlich hatte ja auch ein paar Vorschläge und ein paar Ideen, ein paar Wünsche, die ich jetzt so an Araberfarben hätte. Habe ich ja mal ins Forum gepostet. Ein Rappe war dabei, ein Fuchs war dabei, ein Palomino war dabei, ein Schecke, also ein Araber-Pinto-Mix war dabei. Ja. Ja. Einer muss hier noch in die Mitte immer. So, muss ich schauen, dass ich das hier irgendwie... Ich glaube so. Also es ist ein bisschen blöd, das jetzt hier anzupassen. Aber ich glaube, wir können noch alle Treppen benutzen. Müssen wir mal ausprobieren. So viel zur ersten Frage. Ich muss euch das ja auch hier irgendwie interessant gestalten. Ich war überrascht, wie gut die Baufolgen angekommen sind, muss ich ehrlich sagen. So, zupp. Das da auch nochmal rein. Jetzt muss ich gucken. Oh, jetzt kommt mir jetzt hier. Jetzt muss ich von der Seite wieder gucken. Dann kam die Frage, ob es Läden geben wird, dass man da auch Sachen verkaufen kann.
und man eben nicht unbedingt an andere Spieler gebunden ist und handeln muss, wenn man was verkaufen möchte. Soweit ich weiß, wird es welche geben und apropos, juhu, unser Grundgerüst steht. Jetzt wird es wieder teurer, weil jetzt brauche ich nämlich die Balken hier. So. Also das wird, soweit ich weiß, ich glaube, das wird möglich sein. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich kann es nicht hundertprozentig sagen. Dann müsste ich euch jetzt belügen und das will ich natürlich nicht. Deswegen, ich muss da nochmal schauen. Ich werde auch das Team mal anhauen, spätestens nächste Woche im Stream. Ich denke, ich werde wieder Riding Out streamen. Ja. Muss ich mal gucken hier. Ja. Oh nee, das war jetzt doof. Ich sollte es natürlich auch schon so weit wie möglich. Ja, so passt's. Weil ich brauche ja hier überall ein Geländer. Ich will ja nicht, dass man hier abstürzen kann. Das wäre nicht so gut. Ich habe hier sowieso schon, ich baue mir hier sonst was. Okay, das sieht doch schon mal, das sieht doch, guck mal, sieht doch richtig professionell aus. Hier darf man jetzt natürlich, muss man ein bisschen aufpassen. Hier setzen wir noch einen rein. So, das ist wenigstens so ein Übergang. Obwohl, ach komm, den nehmen wir wieder weg. Ha, jetzt habe ich ihn gesetzt, jetzt kriege ich ja sowieso kein Geld wieder. Naja, gut. Nächste Frage. Zetlon Zaumzeug, wird es das geben? Ja, das wird es geben, das kann ich euch schon ganz, ganz fest versichern. Und eventuell auch schon sehr bald. Ich weiß, dass das Team da schon dran herumbastelt. Mal schauen. Eventuell also schon im nächsten größeren Update nach dem morgigen. Könnte ich mir vorstellen. Ich will mich... Ja, das ist natürlich jetzt Mist. Aber mein Gott, solange es irgendwie mit dem Balken verbunden ist... Wie gesagt, das ist... es ist ein klappriger... Ein klappriger Aussichtsturm. Mein Gott, das ist jetzt halt so. Hier sollte ich aber auf jeden Fall auch so ein Teil, so ein Holz dran klatschen. Nicht, dass wir dann da womöglich mit ein bisschen zu viel Schwung hochkommen. Und dann stützen wir ab. Das hatte ich jetzt eigentlich nicht geplant. So. Und. Zack. Ich hoffe, wir kommen da die Treppe dann noch hoch. Mit Pferd wird das nichts mehr, aber ich glaube, da wir auch springen können, ohne Pferd müsste das eigentlich noch gehen, ohne Probleme. Eigentlich. So. Nächste Frage war, wird es vorgefertigte Ställe geben? Ich habe das ja schon mitbekommen, manche von euch sagen ja, ich bin jetzt nicht unbedingt so der Pro im Bauen, das ist jetzt nicht so meins, das macht mir vielleicht auch gar nicht unbedingt so viel Spaß. Und das hat sich ja schon, das hat sich ja in der Beta schon rauskristallisiert, also in dem Editor-Test, der in Insta gab, hat sich das ja schon rauskristallisiert, dass manche von euch gerne auch Häuser vorab, also vorerstellt haben möchten quasi, damit sie die einfach kaufen können, quasi drauf sparen können und sich dann das fertige Modell irgendwo hinstellen. Soweit ich das mitbekommen habe, war davon auch die Rede, dass es diese Möglichkeit wohl auch geben soll. Ich möchte aber auch da jetzt nichts Festes versprechen. Vielleicht liest es ja zufällig jemand, der das weiß oder vom Team jemand, der das beantworten kann. Weil ich will mich da jetzt nicht in die Nesseln setzen, wenn ich irgendwas Falsches sage. Aber soweit ich das alles mitbekommen habe, ist das geplant. Um eben denjenigen Spielern, die es nicht so toll finden mit dem Editor, auch die Möglichkeit zu geben, sich ihr eigenes Gestüt zu holen. Es waren durchaus auch welche, die gesagt haben, wenn ich Sims spielen will, dann hole ich mir auch Sims. Ist ja auch verständlich. Nicht jeder mag sowas hier mit Bauen und allem drum und dran und pipapo. Von daher... So, guck mal hier, wir werden hier heute sogar schon fertig. Mensch, das ist ja super cool. Oh, das ist so. Mir macht das ja Spaß, ich gehe da drin ja auf und ich freue mich auch jetzt schon darauf, dann irgendwann meinen Stall zu bauen.
Wobei ich ja immer noch ein bisschen skeptisch bin. Ich will das ja gerne mit Paddocks machen. Und dann ist das natürlich blöd, wenn ich den nicht ebenerdig bauen kann wegen dem zu hohen Gras. Guck mal, das sieht. Ich finde es nicht schlecht. Er ist jetzt nicht sonderlich hoch, aber irgendwie hat es was. Muss ich nochmal gucken, wie wir die Treppen machen. Vielleicht mit Stein. Dann machen wir die auch mit Holz. Machen wir vielleicht mit dem Holz hier. So. So. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir hochkommen. Jetzt kommt der spannende Moment, wo der Frosch ins Wasser hüpft. Also wie gesagt, wahrscheinlich wird es vorgefertigte Stelle geben. Aber wie gesagt, ich will ja jetzt auch nichts Falsches erzählen. Ja, da haben wir nämlich ein paar Probleme hochzukommen, dann müssen wir hüpfen. Na gut, Konstruktionsfehler, das passiert. Das kommt in den besten Familien vor. Uah. Oh Gott. Ja. Aber im Endeffekt habe ich da keine andere Möglichkeit. Ich muss das hier so machen. Naja. Ist jetzt, glaube ich, auch nicht so schlimm, oder? Was meint ihr? Hoppala. Also ich kann damit leben. Was ich aber noch gerne hätte, wäre noch ein bisschen Licht. Und zwar, ich will hier jetzt nicht so einen Kerzenständer hinstellen, das finde ich nicht so toll. Sieht dann irgendwie doof aus, aber ich hätte gerne so eine Feuerstelle. Stellen wir die auf den Boden oder stellen wir die... Die könnten wir rein theoretisch, könnten wir die auch hier oben drauf stellen. Ist doch auch cool. Müssen wir mal gucken, wie wir den Rest machen. Aber egal, die stelle ich jetzt erstmal hier hin. So. Zack, jetzt haben wir hier auch eine Feuerstelle drauf. Ich mag den. Wollen wir mal gucken, ob wir ein schönes Abschlussbild mit Pferd hinbekommen? Morgen wird noch keine Folge kommen mit dem neuen Update, da ich die ja schon immer einen Tag im Voraus aufnehme und ich noch nicht genau weiß, wann das Update rauskommt. Ich werde aber schauen, dass ich eventuell... Ich bin wahrscheinlich nachmittags nicht zu Hause und bin auch in einem Familientreffen. Ich werde aber gucken, ob ich vielleicht trotzdem schon irgendwie ein Infovideo machen kann. Ein Update-Video. Ich werde es auf jeden Fall versuchen, weil eigentlich plane ich das auch für die Zukunft zu machen. Ich möchte auch, wenn ich mir die Version runterlade, die neue, möchte ich davon auch ein Video machen, damit ich euch zeigen kann, werde ich auch hier die Version nochmal komplett runterputzen, damit ich euch zeigen kann, so ladet ihr euch das runter, so installiert ihr das Spiel, weil ich da jetzt schon so oft nachgefragt wurde. Und Montag wird dann definitiv, werden dann die Inhalte des Updates auch zu sehen sein. Und wie gesagt, morgen versuche ich zusätzlich zum normalen Video auch noch ein Update-Info-Video zu bringen. Bis dahin, stellt weiterhin eure Fragen. Ihr könnt auch gerne dabei schreiben, ob ihr die gerne im Video beantwortet haben wollt oder eben unter der Folge direkt. Und wenn ich nicht zu verpeilt bin, hoffe ich auch, dass ich dran denke. Und ja, dann ihr Lieben, mit diesem wunderschönen Abschlussbild. Unser Pferd genüsslich das Heu mampft in... im Vordergrund und im Hintergrund der unser toller Aussichtsturm. Ja, sehr schick. Hier wollte ich eigentlich, ja, hier muss ich auch noch einen Balken hin machen. Na gut, also wie gesagt, stellt eure Fragen. Morgen dann das Update für euch. Für mich dann, wie gesagt, für die Folge erst Montag. Aber ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß. Sollte das Update vielleicht schon in der Früh kommen und damit früher kommen als das morgige Video. Und ansonsten hören wir uns einfach morgen wieder. Bis dahin, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüss.